So, da sind wir wieder. Und wir wollen jetzt mal in die Gedankenpfade reinspringen. Gucken wir mal, was hier... Ja, es sind definitiv Rätsel und keine Gegner. Also, wir treten auf das Feld und die werden alle frei. Und die auch, nur die beiden hinteren bleiben. Na gut, was machst du? Du machst die Tür auf. Das ist schon mal sehr gut. Wir werden wieder rausgekickt und die Tür geht zu. Okay, also irgendwann im Verlauf dieses Rätsels müssen wir den Knopf da drücken. Können wir den mit einem Pfeil drücken? Nein, können wir nicht. Das ist schade. Okay, also der direkte Weg klappte nicht, weil dann gingen hinter uns die beiden Teleporter wieder hoch. Und wenn wir da reingehen, kommen wir auch raus. Also es scheint so, egal welchen Teleporter wir benutzen, wir werden immer rausgeschmissen. Das macht das Rätsel schon um einiges leichter, sonst müsste ich mir für jedes Feld aufschreiben, wo es mich hin teleportiert. So, also direkter Weg geht nicht. Gehen wir mal den möglichst undirektesten Weg überhaupt. Der geht auch nicht. Ist hier irgendwas zum Drücken? Nö. Also, direkter Weg nicht, undirekter Weg nicht, dann halt das Mittelding. Wir können immer nur einen Weg gehen. Ha, jetzt haben wir den Wahl links rum oder geradeaus rum. Ich nehme mal geradeaus. Geradeaus war anscheinend falsch. Jo. Also, nochmal das Ganze. Wir gehen den mittleren Weg. Dann haben wir eine ganze Zeit lang nur eine Wahlmöglichkeit. Bis jetzt. Vorhin sind wir geradeaus gegangen, jetzt gehen wir mal links rum. Immer noch keine Wahlmöglichkeit und wir sitzen nicht fest. Jetzt können wir entweder Richtung Tür gehen oder geradeaus. Ich gehe mal geradeaus. Es sind doch ein paar mehr Wahlmöglichkeiten. Also jetzt könnten wir direkt zum Schalter gehen, was ja eine ganz große Versuchung ist. Oder zurück. Ich gehe mal zum Schalter. Wir können da lang, wir können da lang, wir können da lang. Das war richtig gemein. Wir hätten nur noch ein Feld gehen müssen und genau jetzt geht es nicht mehr weiter. Ah. Also. Darauf. Darauf, darauf. Darauf, darauf, darauf. Hier mussten wir uns links umentscheiden. Dann gab es nur einen Weg, nur einen Weg. Jetzt konnten wir Richtung Tür oder da lang gehen. Vorhin sind wir da lang gegangen. Also gehen wir jetzt mal Richtung Tür. Richtung Tür war doof. Okay, noch eine Möglichkeit ausgeschlossen. Hier lang, da lang. Da lang, da lang. Da lang. Da lang. Links rum. Da lang. Da lang. Nicht zur Tür. Hier lang. Da lang. Jetzt können wir zum Schalter oder wir können da lang. Letztes Mal sind wir zum Schalter gegangen. Wegen der Versuchung und so weiter. Gehen wir jetzt mal hier lang. Immer nur noch ein Weg. Jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Langsam wird es in meinem Kopf unübersichtlich. Deswegen heißt das ganze Ding wahrscheinlich auch Gedankengänge, ja? Oh, ich sollte mir eine kleine Skizze machen. Nächstes Mal. Also, wir können Richtung Eisentür, wir können Richtung Knopf und wir können zwischen zwei Teleporter. Das sieht irgendwie am unangenehmsten aus, also machen wir das mal. Jetzt haben wir schon wieder zwei Wahlmöglichkeiten, und zwar zur Tür zu gehen, die aber immer noch zu ist, oder da lang zu gehen. Gehen wir zur Tür. Können wir hier nichts machen? Nö. Jetzt haben wir viel zu viele Wahlmöglichkeiten. Ich gehe mal da lang. Ja, und vorbei. Das ganze Rätsel nochmal. Au. Mann, Mann, Mann. Okay, ich mache mir jetzt eine kurze Liste. Ich fange oben links an, das ist Feld 1. Dann haben wir Feld 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wie das Ziffernblock bei einem PIN bei der Bank. Nicht wie das vom Computer. Also wir gehen zuerst auf Feld 8.
Dann gehen wir auf Feld 5. Dann gehen wir auf Feld 2. Dann gehen wir auf Feld 3. Ich schreibe das alles schön fleißig mit. Dann gehen wir auf Feld 6. Dann gehen wir auf Feld 5. Dann sind wir letztes Mal links rum. Das wäre dann wieder Feld 8. Dann sind wir jetzt. Hier ist 8, dann ist da 9. Dann ist hier wieder 6. Jetzt können wir zur Tür oder wir können links rum. Hm. Wo sind wir letztes Mal angegangen? Ah, Tür war eine Sackgasse, stimmt. Also müssen wir wieder auf Feld 5. Jetzt können wir nur Richtung Tür. Tür ist Feld Nummer 8. Jetzt können wir zum Knopf, das war ein Zonk. Also wieder hier hin, das ist wieder Feld Nummer 9. Und mein Zettel ist schon zu Ende. Juhu, Zeile 2. Jetzt wird es Zeilenumbruch. Jetzt gehen wir auf Feld 6, zwangsweise. Feld 5, zwangsweise. Jetzt haben wir 3 Wahlmöglichkeiten. Hier sind wir letztes Mal angegangen. Das wäre Feld Nummer 2. Das heißt, wir gehen diesmal Richtung Eisentür. Das ist wieder Feld Nummer 8. Nur eine Wahlmöglichkeit, das ist Feld Nummer 9. Feld Nummer 6. 2 Wahlmöglichkeiten. Tür oder wieder zur Mitte. Wir hatten einmal Tür genommen und das hat uns nichts gebracht. Also meide ich jetzt die Tür, solange bis wir den Knopf gefunden haben. Das heißt, ich gehe wieder auf Feld Nummer 5. Bleibt nur Feld Nummer 8. 2 Wahlmöglichkeiten. Schon wieder Richtung Knopf und zurück. Hier könnte eine Schleife drin sein. Also, dass wir zu diesem Punkt mehrmals kommen können, zu diesem Entscheidungspunkt. Irgendwann müssen wir zum Knopf gehen. Also nehme ich jetzt den Knopf, das ist Feld Nummer 7. Da schreibe ich mal extra auf, schreibe dahinter Knopf. Drück den Knopf. Und wir können sogar weitergehen, das ist sehr schön, zu Feld Nummer 4. Jetzt haben wir eine Wahl. Ich glaube, hier war, so weit waren wir, glaube ich, schon mal. Wir hatten den Knopf gedrückt und uns fehlte nur noch ein Feld, um bis zur Tür zu kommen. Das heißt, ich glaube, letztes Mal sind wir da lang gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Feld Nummer 5. Alles ist aus. Das heißt, 3 Entscheidungsmöglichkeiten. Wir können Richtung Tür, andere Richtung Tür oder zurückgehen. Ich glaube, bei diesem Punkt ist jeder so frustriert, dass er eigentlich nur noch Richtung Tür will und das ist genau das Falsche. Weil unsere Gedenkengänge, die wir gerade gehen, ist ja ein Kampf gegen den Programmierer von dem Ganzen. Heißt, wir müssen vorausberechnen, was er glaubt, was wir denken würden. Oder was die breite Masse an Spielern denken würde. Da dürfen wir nicht so denken wie die breite Masse. Was mir nicht sonderlich schwer fällt. Also gehen wir jetzt zurück zur Tür, das ist Nummer 8. Und wieder zum Knopf, das wäre wieder 7. Das wäre Nummer 4. Immer nur noch eine Wahlmöglichkeit. Nummer 5, das ist jetzt schon die dritte Zeile von diesem doofen Rätsel. Nur ein Weg zu 8. Und wir sind wieder bei der Entscheidung, gehen wir zum Knopf oder gehen wir zum Dingens. Ha, na gut, gehen wir wieder zum Knopf. Das wäre 7. 4. Ha, den Weg sind wir schon mal gegangen, glaube ich. Ich gucke mal ganz kurz in meiner Liste. Wir waren bei 7, dann sind wir zu 4 gegangen, dann sind wir zu 5 gegangen, letztes Mal. Das heißt, dieses Mal gehen wir jetzt einfach... Erstmal markiere ich kurz die Stelle, die ich gefunden habe. 7, 4, da. 7, 4, da. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe jetzt eine ganz lange Liste mit den ganzen Nummern von den Platten, wo wir raufgetreten sind. Und ich habe jetzt verglichen die Schrittreihenfolge, die wir gerade gegangen sind, zum Knopf mit allen Zahlen vorher. Ob da diese Folge vorkommt.
Also dieses 7, 4, 5. Und deswegen habe ich das gefunden. Aber ja, es wird sehr schwer nachzuvollziehen sein. Wahrscheinlich ist die Folge für euch einfach stinklangweilig. Aber wir sind gleich durch, denke ich mal. Also, letztes Mal sind wir zu 5 gegangen. Das heißt, diesmal gehen wir zur 1. Haben nur eine Wahlmöglichkeit, nämlich die 2. Und bitte, bitte, bitte. Und jetzt geht's gar nicht weiter. Dann streiche ich jetzt mal alle durch, die wir jetzt nicht gehen konnten. Also, ich streiche jetzt die 2 und die 1 wieder durch. So, jetzt habe ich hier 3 Zeilen voller Zahlen, die ich euch antun könnte. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal... Obwohl, nee, ich wollte nichts off-camera machen. Also, ich versuche es möglichst schnell zu machen. Also, wir gehen auf 8, wir gehen auf 5, wir gehen auf 2, wir gehen auf 3, wir gehen auf 6, wir gehen auf 5, wir gehen auf 8, wir gehen auf 9, wir gehen auf 6, wir gehen auf 5, wir gehen auf 8, wir gehen auf 9, wir gehen auf 6, wir gehen auf 5, wir gehen auf 8, wir gehen auf 9, wir gehen auf 6, wir gehen auf 5, wir gehen auf 8, wir gehen auf 7, drücken den Knopf, gehen auf 4. Das ist wieder diese Folge, die ich vorhin meinte. Wir drücken Knopf. Dann können wir auf 4 gehen und haben dann die Wahl zwischen 5 und 1. Also ja, so lange hat es gar nicht gedauert, wieder zu diesem Punkt zu kommen. Bin ich richtig stolz auf mich. So, also wenn wir darauf gehen, können wir nur darauf gehen und danach sitzen wir in der Sackgasse. Das heißt, wir müssen auf Knopf 5 gehen. So, das markiere ich wieder mal so gesondert. Also wir müssen erst 7, dann Knopf drücken. Dann auf 4, dann auf 5. Das ist richtig und wichtig. So, letztes Mal wollte ich mich ja von der breiten Masse abheben, indem ich das genaue Gegenteil mache, was falsch war. Also wir sollen nicht auf 8 gehen. Das schreibe ich jetzt auch mal auf. Also Zeitfolge ist 7, Knopf drücken, 4, 5 und dann nicht 8. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf 6. 6 war falsch. Also nicht 8, nicht 6. Und nochmal das Ganze. Ja, also. 8, 5, 2, 3, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 8, 9, 6, 5, 8, 9. Ja, hier ist irgendwo eine Wiederholung drin. 6, 5, 8, 7, Knopf drücken, 4, 5, jetzt haben wir die Wahl. Wir haben 8, das wir nicht dürfen, wir haben 6, das wir nicht dürfen, also bleibt nur die 2. Und die 2 geht auch nicht. Was soll denn das? Das könnte ich mir noch nicht antun. Muss ich hier irgendwas schießen? Au. Nein, ich musste nichts schießen. Na gut. Ich habe so gewollt, wir wollten zuerst die Rätsel machen. Also ich wollte zuerst die Rätsel machen, damit werden wir jetzt klarkommen müssen. Jetzt speichere ich erstmal ab, mache einen Cut. Und in der nächsten Folge gucke ich mal, ob es nicht vielleicht irgendeine andere Möglichkeit gibt, dieses Rätsel aufzudröseln anstelle von dieser komischen Zahlfolge, die ich da gemacht habe. Also bis gleich. Achso, erstmal speichern. Auch wenn wir nicht wirklich viel geschafft haben. LP 019. So, jetzt bis gleich.